praise the Lord. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Ja, Hosanna. Alleluia. Alleluia, Hosanna. Schön, hier sind sie schon alle in der Nähe von Jesus. Ne, da. Liebe Kommunionkinder, liebe Eltern und Angehörige, liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Glauben. Wenn Jesus den Menschen etwas deutlich machen wollte, dann hat er ihnen Beispiele erzählt. Oder er hat besondere Menschen ihnen vorgestellt und hat gesagt, schaut auf die, die machen es euch vor, wie es geht. Und heute hören wir, er holt keinen König in die Mitte, er holt keinen Reichen in die Mitte, er holt keinen Soldaten in die Mitte, auch keinen Geschäftsmann, sondern wen hat er in die Mitte gestellt und zu sich gerufen? Ja. Die Kinder, ja, er ruft die Kinder zu sich. Und dann sagt er, schaut auf diese Kinder, von denen könnt ihr euch etwas abgucken. Geht das? Kann man von Kindern was lernen? Ja? Oder ist es eher so, dass Kinder immer von den Erwachsenen was lernen müssen? Nee, ne? Ihr habt recht. Ne? Es ist ein Geben und Nehmen. Die Eltern, die Lehrer, die Erzieher, die haben gewisse Erfahrungen, die können euch was vermitteln. Aber ich glaube, wir Erwachsenen, und deshalb finde ich immer jeden Kommunionkinderkurs so spannend, wir, die Erwachsenen, lernen auch von euch. Und was das vielleicht sein könnte, wollen wir mal zusammen schauen. Eigentlich ist jeder Mensch wie ein kleines Schatzkästchen, weil jeder Mensch Dinge in sich trägt, die ihn wertvoll machen. Wisst ihr, wann ich das immer ganz besonders merke? Wenn in einer Familie jemand gestorben ist, dann sitze ich mit den Angehörigen zusammen und dann sage ich, wenn jetzt die Oma gestorben ist, erzählt mal, was erinnert dich an die Oma? Was hat die alles gemacht? Was waren der ihre Stärken? Und plötzlich ist eine ganze Familie am Unterhalten und weiß dann, jeder hat eine Geschichte, weil jeder Mensch irgendwelche Stärken in sich hat. Es ist auch gut, unter Lebenden sich das immer mal zu sagen. Wir haben mal eine Übung gemacht bei den Schönstadtfamilien. Da durfte man einem anderen aufschreiben, was man an einem schätzt. Und dann wurde für jeden ein Schatzkästchen. Und da habe ich auch so ein Schatzkästchen zu Hause stehen. Und da konnte ich dann im Stillen mal so für mich lesen, was schätzen andere an mir? Was schätzen sie an dir? Sagen Sie sich das ruhig mal, Ihrem Partner, Ihrem Kind, der Oma, dem Opa. Ne? Sagt euch mal wieder einander, du, das schätze ich an dir. Das macht dich so wertvoll. Und was das sein könnte, ich habe eine kleine Schatzkiste mitgebracht und ich bräuchte mal einen Schatzkistenhalter. Willst du es mal machen? Halt du mal unsere Schatzkiste. Sollen wir mal reingucken, was da drin ist? Da gucke ich, da sehe ich schon was. Kennt ihr, ne? Eine Lupe. Mit einer Lupe kann man genau hinschauen. Vor allem, wenn man neugierig ist, dann nimmt man die Lupe. Ich kann es nicht genau erkennen und dann kann ich es erkennbar machen. Die Lupe soll so ein Symbol sein für die Neugierigkeit. Kinder sind neugierig.
Das ist eure Stärke. Und damit hängen auch manchmal ganz schön unangenehme Fragen. Ne? Sie wissen das von ihren Kindern. Und eine Gemeindereferentin und Pfarrer können auch ein Lied von erzählen. Pfarrer, wie ist denn das? Warum machst denn du das nicht? Ne? Oder Papa, warum muss ich das machen und du nicht? Ne? Also Kinder sind ganz neugierig. Und uns Erwachsene nervt das manchmal, wenn Kinder was fragen. Aber das ist eure Stärke. Ihr wollt die Dinge erforschen. Ihr seid neugierig. Und dann stellt ruhig eure Fragen. Wir können sie vielleicht nicht immer als Erwachsene alle beantworten. Aber dann, glaube ich, ist auch wichtig, dass ein Erwachsener, ich werde oft gefragt, was meinst denn du? Und dann sage ich, du, das kann ich dir auch nicht beantworten. Genau deine Frage ist auch meine Frage. Also es bricht uns nichts aus der Krone, liebe Eltern, liebe Erwachsene, wenn wir einem Kind auch mal sagen, du, da habe ich keine Antwort. Das ist auch meine Frage, die mich bewegt. Also eine Lupe haben wir da. Gut, jetzt muss ich hier auf meinen Stichwortzettel gucken. Guckt mal, was ich hier habe. Das ist ein Geschenk, genau. Kinder, die lassen sich gerne beschenken. Ist das richtig? Ja. Ja, ne? Kinder lassen sich gerne beschenken. Und die nehmen voll Freude so ein Geschenk an. Bei uns Erwachsenen ist das oft so, das erlebt man, was hat der mir geschenkt? Ach, jetzt muss ich, wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Und wenn der in dem Wert geschenkt hat, muss ich mindestens genau denselben Wert auch wieder erfüllen. Muss ich das? Nein. Kinder haben oft die Stärke, die können sich einfach beschenken lassen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Gabe. Wir müssen uns als Menschen auch manchmal einfach im Leben beschenken lassen. Wissen wir auch, was es ist, ne? Ja. Luftballon, ne? Der Luftballon, der steht für das unbeschwerte Spielen. Kinder können unbeschwert spielen und können frei Dinge angehen. Wir Erwachsenen, wir sind immer mit dem Kopf dabei. Ne? Und manchmal sind wir Erwachsenen hier bei einer Sache und sind in den Gedanken schon 5 Sachen weiter und denken schon an übermorgen, was da alles zu planen ist. Ein Kind, und das ist eure Stärke, ihr könnt frei spielen und ihr könnt hier und jetzt sein. Das ist auch was ganz Wichtiges, was wir Erwachsenen von euch lernen können. Also sagt Jesus uns immer wieder, werdet wie die Kinder. Ja, ein Kuscheltier, ganz genau. Kinder kuscheln gerne, gell? Oder? Ja, Kinder kuscheln gerne und suchen Nähe. Und wenn wir ehrlich sind, wir Erwachsenen suchen das auch. Aber manchmal trauen wir uns da nicht. Das sind Gefühle. Manchmal ist es schwer für einen Erwachsenen, Gefühle zu zeigen. Oder man geht besser auf Distanz. Man darf dem niemanden zu nahe treten. Von euch können wir lernen, ja, es ist gefragt, die Nähe. Man muss beim anderen sein. Gott sagt uns in Jesus, lasst euch ruhig auch Erwachsene Gottes Liebe und die Liebe eines Nächsten schenken, so wie Kinder offen sind. Und wenn ein Kind beschenkt wird mit Liebe, sind auch Kinder immer ganz, die schenken das auch weiter. Ne? Alles, was ich geschenkt bekomme, das darf ich auch weitergeben. Und irgendwie, alles, was ich wegschenke, kommt auch irgendwie wieder zu mir zurück. Und jetzt schauen wir noch mal ein letztes, habe ich da noch. Ich tue dir das mal wieder da rein, sonst. So. Guck mal hier. Ja? Ein Diamant, ein wertvoller Stein, genau. Eigentlich ist jeder Mensch von uns wie so ein wertvoller Stein. Jeder trägt in uns etwas, was uns ganz besonders macht. Und dich gibt's kein einziges Mal mehr auf der Welt. Und mich auch nicht. Und dich,
Es gibt keinen von uns noch einmal auf dieser Welt. Und das macht uns so wertvoll. Und jeder von uns trägt in sich so einen kostbaren Schatz, der den anderen wertvoll macht. Und das ist das, was Jesus uns zusagt, uns allen, ob wir Kinder sind oder Erwachsenen. Du bist so wertvoll und du bist so einzigartig. Du bist ein Original, haben wir hier mal neulich in einem Gottesdienst gesagt. Du bist nicht zu kopieren. Und das wollen wir uns von Jesus jetzt auch in der Zeit der Vorbereitung wieder sagen lassen. Er beschenkt uns mit seiner Nähe und er sagt uns seinen Segen zu. Und dann können wir getrost miteinander, ob Kinder oder Erwachsene, durchs Leben gehen. Ich danke dir für die kostbare Schatzkiste.